gut gemacht hätte. Ich habe bei der Übernahme von diesem Fall, nachdem ich mir im Gespräch mit der Mandantin auch ein eigenes Bild gemacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte der erste Fall sein, wo es einmal gelingt, mit einer aussagetüchtigen Zeugin, mit einer Zeugin, die gesund ist, die überlebt hat, die geistig sehr gut organisiert ist und die vor allem, das ist ein sehr wichtiges Moment, die mutig ist, eine Ausgangslage für die Strafverfolgungsbehörden zu bekommen, die in Stand setzt, eine Anklage zu machen und eine Verurteilung herbeizuführen. Die zweite Tötung, die Annette nach ihren Erinnerungen mit 17 hat erleben müssen, führt bereits im Vorermittlungsverfahren zu Irritationen. Obwohl sie nicht nur ihre Eltern anzeigt, sondern auch selbst Anzeige erstattet hat. Schon nach einem ersten Widerspruch steht für die Staatsanwaltschaft fest, dass Annettes Aussagen nicht stimmen können. In dem Fall von 1975 handelt es sich angeblich um einen Küster. Wir haben diesen Fall überprüft und haben festgestellt, dass der Betroffene bis zum Jahre 1981 gelebt hat und eines natürlichen Todes gestorben ist. Für den Fall von 1973, wo es um eine ca. 14-jährige englische Austauschschülerin gehen soll, sind wir dabei, in England zu ermitteln, ob es diese Person überhaupt gegeben hat und wenn ja, wo sie sich heute aufhält, wann sie eventuell verstorben ist. Das ist der Stand der Ermittlungen zur jetzigen Zeit. Im Fall des Küsters hat sich die Staatsanwaltschaft auf die Aussagen des Sohnes verlassen. Nach dessen Angaben soll sein Vater hier beerdigt worden sein. Nicht berücksichtigt wurde dabei von den Ermittlungsbehörden, dass, wie im satanistischen Milieu üblich, der Sohn selbst zum Täterkreis gehören könnte. Wenn jetzt die Polizei ermittelt, dass der Mensch, der zu einer bestimmten Zeit in einem Ritual getötet worden ist, denn 6 Jahre länger gelebt haben und eines natürlichen Todes gestorben sein soll. Wie würden Sie das dann einschätzen? Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die offen sind. Erstens müsste man ja mal gucken, stimmt so die Aussage? Ja, und wenn, dann müsste ja ermittelt werden können, ob die betreffende Person auch tatsächlich in dem Grab, in dem Sarg liegt. Eine Obduktion kam für die Staatsanwaltschaft offenbar nicht in Betracht. Sterbeurkunden gab es keine mehr und dem Krankenhaus lag nur noch ein sogenannter Arztbrief vor, dessen Echtheit nicht weiter überprüft wurde. Wozu auch, wenn man der Anzeigenden offensichtlich wenig Glauben schenkt. Ich gehe davon aus, dass Legenden gebaut wurden und dass natürlich, wenn solche Taten in solchen Kreisen, die ja nicht dumm sind, Akademiker, und in solchem Umfang und in auch solcher zeitlichen Dimension, also andauernd könnte es ja sogar sein, ausgeübt werden, dann gehört ein großes Maß an Organisation dazu und da gehört ein großes Maß an Aufwand des Spurenverwischens auch dazu. Und da bin ich der Meinung, das wird bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier irgendwelche Spuren verwischt worden sind, sondern wir haben eher Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um einen Mord handelt, in Anführungsstrichen, der nicht der Realität entspricht, sondern eventuell der Fantasie. Weder Verwandte noch Verdächtige wurden von der Polizei verhört, geschweige denn observiert. Die Eltern werden von der Anzeige wohl erst durch die Filmausstrahlung erfahren. Erstaunlich ist, dass der Fall auch nach einem Jahr noch in Hamburg liegt. Üblich wäre, ihn an die für die jeweiligen Tatorte zuständigen Staatsanwaltschaften abzugeben. Das wären wegen der Externsteine Detmold und Bielefeld. Dort hätte man ihn mit den anderen Ermittlungsverfahren verknüpfen können. Und man wartet einfach auf eine Leiche. Und bevor nicht eine Leiche da ist, gibt es auch keinen Mord. Und gibt es auch keinen Mordverdacht. Und so kurz finde ich das ja wirklich nicht richtig. Wenn da tatsächlich Menschen umgekommen sind, was ist mit den Leichen passiert? Einige Leichen sind im Moor versenkt worden. Bist du sicher? Ja. Hast du gesehen? Ja. Einfach? Es gab einen Aussteiger. Der wurde getötet, gehäutet und ins Moor geschmissen. Wie alt war der? Das war ein Erwachsener. Aber du weißt nicht, wie der hieß? Nein. Und
Es wurden Leichenteile, Leichen entsorgt in den Säurefässern der Großverzinkerei. Moor gab es in der Umgebung. Die Mutter hat in der Verzinkerei gearbeitet. Es gab ein Ritual. Da lag ich auf dem Altar. Ich wurde mit Fell bedeckt und mit irgendeinem übelriechenden Zeug eingeschmiert. Meine Beine wurden gespreizt festgebunden. Es wurde ein Ziegenbock hereingeführt, der mich dann begattet hat. Und dann ist keine Erinnerung mehr da. An Ziegen kann ich mich auch irgendwie noch erinnern. Ziegen. Vordergründig, so mein Eindruck, geht es natürlich um Befriedigung von perversen Neigungen, nicht Ausüben vor allen Dingen von Machtgelüsten. Ja, also da denke ich manchmal, dass also das theoretische Fundament einfach nur aufgepfropft ist, um hinterher sozusagen auch eine Begründungsmöglichkeit zu haben. Wie viele konstruieren auch einfach so einen Befehlsnotstand, nicht, dass sie sagen, Satan hat es mir befohlen, ja, ich konnte ja gar nicht anders handeln, nicht? Sozusagen auch als Entlastungsfunktion für die eigene Verantwortung. Perverse Rituale, Macht und Tötungsgelüste. Wer klagt sie an, die Täter, wenn nicht die Opfer? Zumal sich ihre Schilderungen alle ähneln. Auch Annegret erinnert sich aus ihrer Kindheit an Rituale auf Friedhöfen. Ich weiß jetzt, ich soll also in den Sarg hin. Und was ich weiß, ich werde einfach sterben. Ja, das weiß ich. Es ist aber auch, also es geht dann halt so weiter, ich lege mich auf den Sarg, weil der Deckel ist ja nicht irgendwie geöffnet. Also ich liege dann einfach da und bin einfach nur völlig abgeschaltet und weiß eigentlich gar nichts mehr, beziehungsweise ich weiß, dass das wiederum, was geschieht, einfach völlig richtig ist, dass ich also jetzt auserkoren bin. Und meine Angst ist eigentlich dann auch gleichzeitig weg. Und dann ist es so, dass ich also aufstehe und in den Sarg gehe. Und das, was ich dann eben weiter mitbekomme, ist, dass er schon getragen wird, da sage ich, also der bewegt sich. Und dass ich eben auch weiß, oder dass ich das höre, dass eben auf den Sarg eben Erde fällt. Und dass es dann einfach nur für mich fürchterlich ist und ich einfach nicht weiß. Ich weiß nicht, wie. Oh, jetzt ist mir aber sehr schlecht. Und genauso ist es dann, wenn ich heute irgendwo dran denke, dass der Körper das anderen Kindern angetan hat. Also wenn ich mir dann einfach Kinder so auf der Straße angucke und mir das einfach bewusst mache, dann wird mir einfach nur schlecht bis hin, dass ich sage, nee, also ich habe jetzt einfach kein Recht mehr zu leben und bringe mich einfach sofort besser um. Erst Opfer, dann Täter. Ein Teufelskreis. Jetzt sagtet ihr vorher, ihr habt selber ein Kind. Hat die gleiche Geschichte erlebt, ja. Es ist klar, dass also mit Ausstieg aus dem Kult also keine Handlungen auch stattgefunden haben, unsere Leithaus, also dass da schon Sicherheit besteht. Aber Tatsache ist auch, dass es einmal anders war. Und das Kind weiß das auch. Ja. Und das Schwierige dabei ist natürlich dann mit den Schuldgefühlen umzugehen, die dann einfach da sind. Dieses dazu gebracht worden sein, anderen zu tun, empfinde ich als die schlimmste Vergewaltigung, die man mir hätte antun können. Das ist tiefer, schlimmer, brutaler vergewaltigt, als es jede körperliche sein könnte. Womit ich der körperlichen nicht so benutzt zu sein, ist furchtbar. Das ist furchtbar. Nun gehört es ja zu dem System der satanischen Logen dazu, dass man vom Opfer immer mehr auch zum Täter gemacht wird, also auch zur Tötung gezwungen wird. Wie ist denn so etwas juristisch einzuschätzen? Ja, zunächst erstmal ist es als oder juristisch betrachtet ganz klar auch eine Straftat. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, Straftaten zu bewerten. Es gibt Taten, die man im Zustand der Schuldunfähigkeit begeht, wenn aufgrund der psychischen Befindlichkeiten eines solchen Täteropfers Taten begangen werden, muss man schon untersuchen, ob
dieses Täteropfer in dem Zustand oder bei der Tat, bei Begehung der Tat eben überhaupt verantwortlich gemacht werden kann für das, was es da getan hat. Dann muss eine psychologische Untersuchung erfolgen, wo festgestellt wird, ob dieser Mensch überhaupt schuldfähig ist und eine entsprechende Bestrafung erfolgen kann. Ist er nicht schuldfähig, kann man ihn auch nicht bestrafen. Was alles muss